Hallo Leute und herzlich willkommen zurück bei GTA 5. Und wir sind in einer neuen Aufnahmesession und wir sind Franklin und schnappen uns mal dieses Motorrad. Ist vielleicht ganz sogar ein bisschen laut, wobei. Ja, ja, Franklin, das kriegen wir da hin. Das Motorrad ist geil irgendwie. Ich mache das gerade mal ein bisschen leiser. So. Ich bin aber noch ein bisschen am Anpassen. Ich habe auch diesmal, dürfte die Qualität ein bisschen besser sein. Ich muss mir das dann nochmal im Nachhinein im Video angucken. Auch, ob es laggt oder so. Ich hoffe jetzt mal nicht. Also, zumindest nicht mehr, als das Spiel ausgibt. Also, ich sehe hier jetzt keine Lags auf dem Bildschirm. Und, wir haben ein paar Missionen zu fahren, habe ich gehört. Wir haben letztes Mal hier eine Simeon-Mission bekommen und eine Fragezeichen-Mission. Fremde und Freaks. Und wir können uns aussuchen, welche wir zuerst machen. Ich würde sagen, Simeon kennen wir eigentlich schon. Ich würde gerne mal die Fremde und Freaks Mission machen. Deswegen fahren wir doch einfach mal hin. Ja, wieder eine neue Aufnahmesession jetzt. Ich versuche das jetzt, wie gesagt, frequenter zu machen. Und auch in einer besseren Qualität. Ich bin mit der Aufnahmekarte noch nicht so ganz vertraut, will ich mal sagen. Ja, deswegen kann es sein, dass ich hier und da noch mal ein bisschen was ausprobiere und auch noch ein bisschen was optimiere, aber das ist ja eigentlich alles auch nur im Endeffekt für die Qualität dann da. Und ja, das wollte ich nur mal so sagen. Jetzt bin ich hingefallen. Ach Mensch. Ich probiere immer noch ein bisschen was mit einer Auflösung hin und her. Das ist jetzt 720p, aber in 1080p aufgenommen sozusagen. Also ich spiele hier auf 1080p auf dem Monitor und nehme das sozusagen in 720p auf. Ja, ich muss gucken, wie ich das am besten mache. Also, ich bin da noch nicht so ganz. What the fuck is wrong with you, Tanya? Ain't nothing wrong with me, nigga. Shit. Well, your ass don't look too good. Where the fuck is JB? Smoking. And what about you? I mean, you know, I quit. You know what I'm saying? Almost. Yeah, whatever. JB, look, JB gonna lose everything. He gonna lose the house. You know what I'm saying? The business, everything. And you his cousin, nigga. You said you was gonna help. He ain't my cousin. Whatever, if that's how you feel. What the fuck do I know about towing cars? Look, it's easy. If JB can do it, you can do it for fuck's sake. Come on, I'ma show you. Come on, shit. All right, then. Shit. Win everything. Hey, look, let's make this quick. I got shit to do. Nigga, you need to slow it down. Tanisha was right. All right, shit, where we going? Trucks at the Davis Sheriff Impound. Oh, man, how did I get dragged into this? We both know you always been sweet on me. Shit, Franklin Clinton. Shit, your ass must be high or something. I told you, I don't do that shit no more. Motorrad war eventuell nicht die beste Idee. Huch. So kleiner Anranzer, da weiß ich, fahr öfter mal irgendwo gegen. Meine Fresse. Naja. Hey, look, let's make this quick. I got shit to do. Naja, komm. Nigga, you need to slow it down. Tanisha was right. All right, shit, where we going? Trucks at the Davis Sheriff Impound. Oh, man, how did I get dragged into this? We both know you always been sweet on me. Shit, Franklin Clinton. Shit, your ass must be high or something. I told you, I don't do that shit no more. I mean, I baby doze now and again just for the taste. But I'm doing good, boo. Your eyes don't lie. Whatever you say, girl. Come on. There's JB's truck. Let's go bring the cha-ching, homie. Sollen wir ernsthaft den Laster klauen? Das ist keine gute Idee. Das kenne ich von GTA. Ach, egal. Ach, egal. Lol. So, rein hier. Kommt die Olle? Ja, ich fahr lieber rum. Ah! Oh, komm noch, Alte! Lauf halt noch langsamer. Meine Fresse. Wir haben es eilig, wir essen früh. So. Vehicle 29, come in, this is dispatch. We got an abandoned car at San Andreas Avenue. Yo, we on that like ugly on your mama. 10-9, come again? I didn't catch that. It's Tanya, fool! And my boy Franklin, we filling in for JB.
Copy that. Hi, Tanya. Car's a junker. Been there for days. 10-7. I'm gone. A bucket. This one should be easy. Shit, not easy enough for JB to drag his ass out of whatever crack house he laying in. His loss, yo gain. Ooh. Hell no. Yo gain, sugar. Except I ain't gaining shit, sugar. Move that seat back, and you know I'll make it right for you. That ain't... Franklin. That ain't what I'm saying. Damn, Tanya. What the fuck happened to you? Tja, was ist denn mit dir passiert? Ich fahr wie scheiße, ey. Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, I've seen JB do this 100 times. Back up close. Make sure the hook is down. And it should slide right in. Ah, so kann man das machen. Aye, baby. Back it up nice and steady. Okay, we are in, baby. Let's get this back to the lot. Hey. This was not how I saw my day going. Okay, das war easy. So I ain't seen you around the hood much? I've been trying to branch out. Can't stay in Chamberlain Hills forever. Oh, nigga got airs now. I remember you before you was a wannabe when you just was. And I remember you and JB before y'all was dopehead. Shit changes. You the one all turfed up. JB smoking, but he ain't smoking homies. He out here grinding, towing cars, paying bills. For real? Cause I could have sworn it was me out here towing cars for him. And looking damn fine doing it too, baby. Oh, hell, it's the cops! Bitte was? Bitte, bitte was? Ist klar. Was? Was? Was ist gerade passiert? Muss ich das jetzt verstehen? Ich stand da und dann Cops. Okay. Nur weil ich schwarz bin. Alter, was mache ich denn jetzt? Oh. Zwei hätten sie schon mal erledigt. Alter, und den anderen, den mache ich für da. Was? Weg hier, ich muss hier durch. Ich bin Abschleppdienst. Oh, das K, Alter. Schießen darf man auch nicht, oder wie? Bitte was? Die wurde verschreckt. Da waren 500 Cops hinter uns her. Da verschreckt sie nicht. Nein. Okay, das Spiel regt mich auf. 500 Cops hinter uns her. Ach ja, Cops. Ach ja. Das ist ja nichts. Vehicle 29, come in. This is dispatch. We got an abandoned car at San Andreas Avenue. Yo, we on that like ugly on your mama. 10-9, come again? I didn't catch that. It's Tanya, fool, and my boy Franklin. We filling in for JB. Copy that. Hi, Tanya. Car's a junker. Been there for days. 10-7. I'm gone. A bucket. This one should be easy. Fresse, muss hier durch. This should be easy. Shit, not easy enough for JB to drag his ass out of whatever crack house he laying in. His loss, yo gain, sugar. Except... I ain't gaining shit, sugar. Move that seat back, and you know I'll make it right for you. That ain't what I'm saying. Damn, Tanya. What the fuck happened to you? Das Ding fährt sich wie Scheiße, ey. Okay, I've seen JB do this 100 times. Back up close. Make sure the hook is down. And it should slide right in. Okay, we are in, baby. Let's get this back to the lot. Hey, this was not how I saw my day going. Okay. Jetzt beeilen wir uns lieber ein bisschen, ohne dass wir Cops möglichst sehen. So I ain't seen you around the hood much? I've been trying to branch out. Can't stay in Chamberlain Hills forever. Oh, nigga got airs now. I remember you before you was a wannabe when you just was.
And I remember you and JB before y'all was dope head. Shit changes. You the one all turfed up? JB smoking, but he ain't smoking homies. He out here grinding, towing cars, paying bills. For real? Cause I could have sworn it was me out here towing cars for him. And looking damn fine doing it too, baby. Okay, we make the drop where they got the areas marked. They get real finicky when we don't leave it in the right place. All right, Sugar, you can unhook it now. I'll see you on the block. Anything you need, you holler at me. Okay. Bestanden! Eingefallen im Schlepptau. Missionszeit, Kontrollpunkt, ne, ne, ne. Ja, Kontrollpunkt, ne. Nur wenn man da mal. Naja, ich sag mal nichts dazu. Nehmen wir das Auto oder auch nö. So. Schnauze, Tanisha. Naja, wir fahren jetzt noch zur nächsten Mission, dann würde ich sagen, es ist auch schon wieder, obwohl, naja, ach nee, wir machen noch eine, komm, wir machen noch hier das Fragezeichen. So, muss man hier hoch? Anscheinend nicht. Eine Kacke. Jetzt aber. We don't want to be her father. What? That crazy motherfucker Lamar hasn't got you killed yet? No, not yet. He must be slacking. He's always slacking. He's a fool, bro. Yeah, sometimes. Anyway, talking of fools, what would you say if I told you some fools I knew were running a little racing competition? And as luck would have it, they got this really beautiful silver medal with your name on it. I say go fuck yourself. Besorgt hier ein Auto. Geht doch Motorrad. Natürlich nicht. Das hier vielleicht, wo es scheiße ist, aber naja, es gibt schlimmere. Es gibt schlimmere. Ist ein Muscle-Car, also naja, von daher. Läuft bei mir. Ich werde bestimmt so verkacken. Oh. Ja, natürlich. Erstmal Sportwagen und sowas. Nee, natürlich. Was da sonst? Was da sonst? Oh, der Start war gut. Ja, komm hier, mach mal wie in GTA Online. Gute alte Zeiten. Erstmal wegdringen. Schnauze, so. Du auch. Oh, oh, oh Gott, oh Gott. What? Was ist das denn? Oh, fahr doch. Die Kiste ist so träge wie meine Mama, Alter. Ja, das Rennen ist vorbei. Das sehen wir ein, ne? Sehen wir ein, das Rennen ist rum. Gott, ist das eine Scheißkarre. Ach du Scheiße. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie die schwimmt. Also ihr seht jetzt, wie sie schwimmt, aber ihr könnt es euch trotzdem nicht vorstellen. Ach du Scheiße. Also wenn ihr nicht noch ein paar gerade Strecken kommt, wo ich noch ein bisschen aufholen kann, so wie hier, dann ist das rum. Brauchen wir uns keine Hoffnung zu machen. Ach du Scheiße, selbst auf geraden Strecken. Die Karre schwimmt wie... keine Ahnung. Wie mein Schnellboot von VW. Genauso. Alter. Halt die Fresse. Boah. Er kommt nicht aus dem Arsch, ne?
Alter. Himmel. Schwimmt die Karre, das ist ja nicht möglich. Alter Finne. Och ja, klar, jetzt steht er da noch, weißt du? Meine Güte. Alter. Und die fahren schon schlecht, muss man ja sagen. Alter. Oh. Oh Gott. Alter, strengst du dich richtig mit an, ne? Weil du merkst einfach, dass die Karre nicht aus dem Arsch kommt. Ja, war auf jeden Fall eine super Idee, das Auto zu nehmen. Super Idee. Alter. Boah. Ich glaube, da wäre die Karre da sogar besser gewesen. Du musst da 500 Meter vor der Kurve abbremsen und fährst da noch gegen so einen scheiß Zaun. Gegen so einen scheiß Zaun fährst du dann. Boah. Hilfe. Nicht mal, wenn ich reden würde, mich mehr konzentrieren, wäre ich vielleicht der Erste, aber nö. Ist ja YOLO. Alter, Finne. Ach, und dann kommt da so ein... Mission fehlgeschlagen? Du musst das gewinnen? Ihr seid witzig. Mit dem Auto gewinnen. Pass auf, jetzt respawn ich an der Startlinie. Natürlich. Mit dem Auto bei Regen gewinnen. Das Spiel verarscht mich so herrlich. Das Spiel verarscht einen. Oh, ist das geil. LOL. Ah, ist das geil. Probiert das einfach mal. Wenn ihr selber GTA 5 spielt oder so, diese Mission mit so einem Auto zu machen. Das ist total geil. Naja, wir hätten natürlich auch die Das fällt mir jetzt erst auf. Wir haben die Spezialfähigkeit. Wenn wir sie mal richtig einsetzen könnten. Wenn wir die Spezialfähigkeiten richtig einsetzen könnten, dann hätten wir ja eine gewisse reelle Chance. Wow. Wow. Dreh dich um. Dreh dich um. Sehr schön. Wir sind trotzdem 5 von 6. Jetzt fahr halt. Okay. Das war mittelmäßig gut. Hilfe. Hilfe. Das schwimmt, Alter. Dann noch der Regen dazu. Okay. So könnte es eventuell was werden, aber wir haben auch gleich keine Spezialfähigkeit mehr. Also davon mal abgesehen. Wow. 2 von 6, okay. Die Spezialfähigkeit sollte sich langsam mal wieder auffüllen, weil sonst haben wir ein verdammtes Problem. Aber wenn ihr dann in den Kurven mal aussteigt, dann ist rum. So wie jetzt. Ja, hattest du nicht gesagt, du kannst fahren? Mit dem Auto. Alter, Alter, Alter. Oh, ist das hässlich. Oh, und hier keine Spezialfähigkeit, du kackst so ab. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Muss das regnen? Alter, schieb mich nicht weg, da wäre ich aggressiv. Ja, so will ich spielen.
komm schon, sie hilft mir bitte. Ja, okay. Das war easy. Alter. Bestanden, harte Arbeit. Ja, das war total einfach. Das war total einfach. Weiter. Alter, ich möchte eigentlich mit der Karre nicht weiterfahren. Ich möchte es eigentlich nicht, aber ich mach's einfach. In die nächste Folge rein. Bis dahin.